Auf einer Straße im Landkreis Cuxhaven in Höhe der Ortschaft Hope kam es heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall im dichten Nebel. Zwei Autos sind dort frontal zusammengefahren und es gab auch zwei Tote zu beklagen. Näheres jetzt in unserem Sendeland-Ticker. Jetzt der FRF-Sendeland-Ticker mit Meldungen aus dem Kernsendegebiet des Friesischen Rundfunks. Wir wurden heute Morgen um 5.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert, wobei zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen waren. Wie wir bisher ermitteln konnten, sind diese Pkw frontal ineinander gefahren. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte dichter Nebel. Infolge des Unfalls sind die beiden alleinigen Fahrzeuginsassen, ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Cuxhaven und ein 86-Jähriger aus dem Landkreis Osterholz, verstorben. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Beteiligten feststellen. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. Es handelt sich hier um die Schwierigkeit, dass die Einsatzstelle zu dem Zeitpunkt des Anrufes nicht ganz klar war. Und von Osterholz-Scharmbeck sind die ersten Kräfte demnach dann ausgerückt und es stellte sich im späteren Verlauf raus, dass die Einsatzstelle in Hope war und die Ortsfeuerwehr Hope nochmal hinzugezogen wurde. Wir waren hier vor Ort mit 4 Ortsfeuerwehren und 50 Kameradinnen und Kameraden. Also wir haben zwei Fahrzeuge vorgefunden, die quer quasi auf der Fahrbahn gestanden haben. Beide vorne stark deformiert, die Fahrer wie gesagt sehr, sehr stark eingeklemmt. Von den Ersthelfern waren schon Türen geöffnet, sodass wir uns einen ersten Einblick verschaffen konnten. Die Straße gleicht einem Trümmerfeld hier. Schlechte Sicht, heute Morgen dunkel, neblig, führte wahrscheinlich auch zu diesem Verkehrsunfall. Aber genaueres kann erst die Tatortgruppe ermitteln. Wir haben heute Morgen auch noch Frost gehabt. Ob das Unfall beeinträchtigend gewesen ist, kann ich natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wir befinden uns hier auf einer Landstraße. Wildwechsel findet zu dieser Jahreszeit auch sehr viel statt. Von daher können wir nur einhellig an die Bürger appellieren, sich an die Vorschriften zu halten und vorsichtig zu fahren. Wir mussten leider feststellen, dass die Insassen der Fahrzeuge beide vor Ort in den Fahrzeugen noch verstorben sind. Wir konzentrieren uns zurzeit darauf, dass die Leichname jetzt geborgen werden. Die Schwierigkeit dabei war durch den Verkehrsunfall, durch den Frontalzusammenstoß, dass beide Fahrzeuge sehr, sehr stark deformiert sind, beide Personen sehr stark eingeklemmt sind. Wie gesagt, wir holen diese Personen jetzt raus und die Straße wird hier also noch weitere Stunden zur Tatortermittlung gesperrt bleiben. Im Zuge der Unfallaufnahme und dann letztendlich bis zur Bergung der Fahrzeuge, um das freie Arbeiten unserer Kollegen zu ermöglichen, haben wir hier die L135 seit Feststellung des Verkehrsunfalls gesperrt mit Unterstützung der Feuerwehr und der Straßenmeisterei. Jetzt beginnt die Bergung der Fahrzeuge und bis zu diesem Zeitpunkt wird die Strecke auch noch gesperrt sein. Wir haben also diese Fahrzeuge dann stabilisiert und mittels Schere, Spreizer und Rettungszylinder dann wieder, ich sag mal, auseinandergedrückt, damit wir dann an die Personen rankommen. Es ist nicht schön, wenn wir zu solchen Verkehrsunfällen oder anderen Ereignissen kommen und finden dort Tote vor. Das sind junge, auch Familienmitglieder, die jetzt hier verstorben sind. Das ist natürlich nicht schön, das ist gar keine Frage und auch sehr belastend für die Einsatzkräfte. Wir gehen damit um, dass wir letztendlich miteinander sprechen, dass wir diesen Einsatz dann auch nochmal aufarbeiten und notfalls sogar einen Notfallseelsorger oder entsprechend ausgebildete Feuerwehrmitglieder dann noch mit zuziehen von so einer Spezialgruppe, die wir hier haben in der Feuerwehr. Während des Unfallzeitpunkts herrschte dichter Nebel. Wir bitten daher auch zukünftig, da dieser Zustand ja häufiger herrscht, die Fahrer und Fahrerinnen ihre Geschwindigkeit entsprechend anzupassen, Abstände einzuhalten und auch die lichttechnischen Einrichtungen der Fahrzeuge entsprechend einzustellen. Gerade in Zeiten von automatischem Tagfahrlicht kann es aber halt sein, dass das bei den Witterungsverhältnissen nicht mehr ausreichend ist. Und daher bitten wir alle, wirklich sich auch mit den lichttechnischen Einrichtungen ihrer jeweiligen Fahrzeuge vertraut zu machen. Das Ende des Einsatzes ist zurzeit noch gar nicht absehbar, da die Tatortgruppe hier dann anfängt zu ermitteln, wenn wir die letzte Person quasi hier auch raus haben.
und erst dann werden die gucken, wie der Unfallhergang tatsächlich war. Und das kann sich also noch um Stunden handeln. Ich persönlich würde jetzt schätzen, so 2-2,5 Stunden wird dieser Einsatz hier wohl noch dauern. Zwar nicht der Feuerwehr, aber der gesamte Einsatz, und die Straße auch weiterhin gesperrt bleiben.